Scheiß leiser! Und damit herzlich willkommen zu dieser Trailer-Analyse. Ich habe das Ganze ja schon in meiner Trailer-Reaction angekündigt, die ich euch mal hier oben, da oben verlinken werde. Und ich habe das Ganze jetzt doch ein bisschen anders aufgebaut, als ich das vorerst geplant habe. Das heißt, wir klicken jetzt den Trailer nicht Step by Step durch, sondern ich gehe auf eure Kommentare ein, denn großes Lob an euch, ihr habt wirklich in meiner Reaction verdammt viel diskutiert und auch sehr konstruktive Theorien preisgegeben, anhand derer ich mir jetzt meine eigene Theorie zusammengefriemelt habe, was eventuell der Storyablauf des Films sein wird. Dazu komme ich aber erst ganz zum Schluss. Ich möchte vorher auf ein paar Kommentare auch von euch eingehen. Wir fangen mal an mit Pharao Atem. Ich hoffe, ich spreche jetzt auch alle Namen richtig aus. Wer nicht, tut's mir leid. Und zwar hat er geschrieben, ach ja, Team Godzilla und Kong, es wird keinen Verlierer geben. So viel kann ich dir schon mal sagen, das ist falsch. Es wurde offiziell bestätigt, dass einer von beiden gewinnen wird. Das heißt nicht, dass einer von beiden sterben wird, aber wir werden einen Gewinner des Kampfes bekommen zum Schluss. Ich werde mal gucken, ob ich den Link zu der Quelle auch finde und die dann eben unten in die Beschreibung mal reinpacken. Aber viele von euch haben das auch schon bestätigt. Die haben ja selber auch gesagt, dass es auf jeden Fall einen Gewinner geben wird. Der Trailer sagt es ja selber. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass die beiden zum Schluss nochmal gemeinsam gegen einen gemeinsamen Oberbösewicht kämpfen werden. Darauf wird es wohl hinauslaufen. Da gibt es ja auch schon Andeutungen im Trailer. Aber es wird einen definitiven Gewinner geben. So, gehen wir weiter zu Pete Peter. Er hat geschrieben, ich bin ein Fan seit dem vierten Lebensjahr von Godzilla. Godzilla wird hier nur als der Böse abgestempelt, aber Mechagodzilla ist der eigentliche Feind. Den kann man auch in den ersten 4 Sekunden sehen. Weder Kong noch Godzilla sind die Bösen in dem Film. Richtig, das habe ich so auch nicht gemeint. Ich habe damit mehr gemeint, mir ist aufgefallen, dass die Menschen sofort auf Godzilla geschossen haben, als wäre er eben wieder eine Bedrohung. Und ich hatte noch im Hinterkopf, dass Godzilla am Ende vom ersten Film noch als Held gefeiert wurde. Ich weiß nicht mehr genau, wie es im zweiten Film dann gewesen ist. Aber da war ich einfach nur verwundert, warum er sofort angegriffen wird. Und ich habe da meine eigene Theorie auch dann dazu, wie es dazu kommt. Und ich kann dir schon mal sagen, Mechagodzilla fällt in meiner Theorie komplett raus. Kann natürlich sein, dass ihr mehr Infos habt als ich und vielleicht sagt, ey, der wurde auch schon bestätigt, davon weiß ich gar nichts. Aber dazu komme ich dann später noch. Björn Lukas schreibt, bei den alten Godzilla-Filmen aus Japan habe ich schon nicht verstanden, warum er einmal gut war und ein anderes Mal böse. Ich glaube, das wussten selbst die Japaner nicht genau. Ja, das war damals wahrscheinlich mehr oder weniger, wie man es eben gerade gebraucht hat. Aber im Trailer sehen wir ja, wir haben eine Motivation. Es gibt einen Grund, warum Godzilla Menschen angreift oder Städte angreift, weil er sich provoziert fühlt. Ich sage, er fühlt sich nicht wegen Kong provoziert, sondern Kong wird's... dazu kommen wir später. Das ist meine Theorie, die kommt ganz zum Schluss. Tommy Miller geht auf meine Kritik ein, dass ich eben gesagt habe, ich bin Team Godzilla, weil ich ganz einfach Riesenechsen interessanter finde als Riesenaffen. Er ist der anderer Meinung. Er sagt, ich persönlich bin Team Kong. Soll nicht heißen, dass ich Godzilla scheiße finde. Finde nur den Riesenaffen krasser als unsere liebe Echse. Okay, akzeptiere ich so. Bei mir ist es eben genau andersrum. Ich hasse Kong auch nicht. Ich mochte einfach den Film Kong Skull Island nicht. Aber ich habe in dem Trailer auch schon gemerkt, dass ich tatsächlich mehr Richtung Kong gefiebert habe als davor. Also er hat mir hier wesentlich besser gefallen als in Kong Skull Island. So. GSE Ace, ich hoffe wirklich, ich spreche die Namen richtig aus, hat geschrieben, ich denke mal, dass Mechagodzilla eine große Rolle spielen wird. Nicht ohne Grund würde Godzilla die Menschen angreifen. Richtig. Richtig. Ich denke, dass Mechagodzilla eine Option wäre. In meiner Theorie fällt er aber raus aus einem bestimmten Grund. Und ich meine auch, Godzilla würde die Menschen nicht angreifen,
Wegen Mechagodzilla. Das würde ich nicht verstehen. Da haben ein paar von euch drunter geschrieben, Mechagodzilla ist der Grund, warum Godzilla sich von den Menschen verarscht fühlt. Ich verstehe diesen Gedankengang nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das meint. Wieso sollte sich Godzilla von Mechagodzilla so angegriffen fühlen, dass er die Menschen angreift? Das verstehe ich eben nicht. Es könnte da natürlich sein, dass man irgendwie Mechagodzilla hat, der aber vielleicht getarnt ist als echter Godzilla und quasi die Haut von Godzilla anhat. Und deswegen denken die Menschen, dass Godzilla angreift. Ich kann es euch nicht genau sagen. Also da bin ich auf jeden Fall, das glaube ich nicht. Irgendwie da fehlt mir noch so der gewisse Sprung, warum sollte Godzilla die Menschen angreifen, nur weil die Mechagodzilla gebaut haben. Das kommt mir nicht ganz rüber irgendwie. Bei Kenny schreibt: Ich glaube, die Anfangsszene, wo alle wegrennen, sieht aus wie Mechagodzilla. Also Mechagodzilla wird hier wirklich sehr oft erwähnt. Und ich zeige euch hier gerade mal die Anfangsszene, von denen hier eben alle sprechen. Das Ding an der ganzen Sache ist, es könnte Mechagodzilla sein. Ich hoffe, man spricht den auch Mechagodzilla aus und nicht Mechagodzilla. Mecha, könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben. Es könnte Mechagodzilla sein, aber es könnte auch nicht Mechagodzilla sein. Es ist so eine 50-50-Chance. Ich habe das schon in ein paar Trailern gehabt, dass ich mir relativ sicher war, zu erkennen, was passiert. Und dann war es im Film dann doch ganz anders. Also es könnte auch wirklich Godzilla sein, der sich vielleicht gerade auflädt mit irgendeiner neuen Art von Feuerstrahl. Möglicherweise ist es auch im fertigen Film ganz anders. Vielleicht sieht man dann, dass er anstatt rot leuchtet, weil viele denken ja, diese roten Punkte weisen auf Mechagodzilla hin, dass aber im fertigen Film das Ganze dann blau leuchtet, weil Godzilla sich auflädt oder irgendetwas. Gut, aber die Theorie, dass Mechagodzilla an allem schuld ist, wie gesagt, da fehlt mir immer noch der Zusammenhang. Müsst ihr mir mal erklären, wie das denn passieren soll? Also das ist mir zu plump, einfach zu sagen, die Menschen bauen Mechagodzilla und deswegen fühlt sich dann der echte Godzilla beleidigt und greift deswegen an, weil er halt eine beleidigte Leberwurst ist. Ich sehe das nicht so, irgendwie. Auch Era Fox HD schreibt: Stoppe mal um 6:18, da oben ist was. Auch hier weist er mich wieder auf die Mechagodzilla-Theorie hin, obwohl er sogar nur sagt, da ist etwas, aber was es ist, sehen wir eben nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie hier Mechagodzilla so anteasern würden, dass er einfach nur ganz kurz zu sehen wäre. Ich denke, wenn sie sich entscheiden würden, den in einem Trailer schon zu zeigen, würden sie ihn eher präsentieren, wie vielleicht Smaug im Hobbit-Trailer, dass man ihn einfach schon mal sieht. Oder sie denken sich, nach dem Fiasko vom Batman wie Superman-Trailer, der schon alles vorweggenommen hat, lassen wir das mal lieber. Da hätten sie aber auch Mechagodzilla nicht ganz kurz einbauen sollen, weil den Leuten ist schon ganz klar bewusst in Hollywood, dass es viele, 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 viele Menschen gibt, die sich jeden verdammten Frame einzeln angucken werden. Und das wäre natürlich aufgefallen. Ich hoffe, dass die Feuerkraft von Godzilla auch kommt im Film. Er schreibt Mo Masri. Joa, ich denke, du meinst damit die Attacke aus dem zweiten Film. Die Fähigkeit von Lava Godzilla wird mit Sicherheit vorkommen. Und auch hier könnte es sein, dass der vermeintliche Mecha Godzilla einfach Lava Godzilla ist im Anfangsstadium. Ich kann es euch nicht sagen. So, wir haben jetzt hier noch ein paar weitere Mechagodzilla-Theorien. Der Panda-Man schreibt: Freut mich sehr, dass Kaiju-Filme, Godzilla und Kong, mehr Rampenlicht abbekommen. Und mich freut, dass auch dir der Trailer ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Das hat er wirklich gemacht. Und obwohl ich habe auf den Film, habe ich schon Bock gehabt, das kann ich gar nicht leugnen, aber ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass ich da persönlich nochmal so einen Hype für mich selbst abbekomme, weil ich mir echt gedacht habe, okay, ich habe jetzt wirklich Lust, mir nochmal diese ganzen Filme anzugucken. Kong, Skull Island, ich wollte sogar den Peter Jackson King Kong nochmal gucken, sogar den Roland Emmerich Godzilla hätte ich mir nochmal angeguckt. Dazu mal später noch mehr, vielleicht in einem anderen Video. Aber ich bin da jetzt irgendwie auch in der Materie so ein bisschen gehypter und ich würde mir sogar die Original-Godzilla-Filme mal ganz gerne angucken, weil ich bin ein Kind der 90er, ich bin so aufgewachsen mit Power Rangers und das ist ja ein ähnlicher Trash. Deswegen denke ich mal, dass Godzilla mir auch gefallen könnte.
So, jetzt hier auch eine ganz wichtige Stelle. Danach komme ich mal nämlich zu meiner Theorie. Denn Marco CG schreibt, 8 Minute 21, ist das ein Spoiler, dass Kong den Kampf gewonnen hat? Er redet von folgendem Bild und geht davon aus, dass hier Kong auf Godzilla draufsteht. Und das ist nicht unbedingt falsch. Tatsächlich steht Kong auf einer Godzilla-ähnlichen Plattform. Ich sage, es ist eine Plattform, weil hier einfach die Größenverhältnisse nicht mehr passen. Godzilla und Kong sind ungefähr gleich groß, wie man ja sieht, als sie sich gegenseitig auf die Schnauze hauen. Und hier sieht man einfach, dass allein der Kopf von Godzilla ja fast so groß ist wie Kong. Von daher ist es nicht Godzilla. Und jetzt kommen wir hier zu meiner großen Theorie. Und zwar, ich muss dazu noch ganz kurz einen Kommentar suchen, weil der ist auch noch sehr, sehr, sehr wichtig für meine Theorie. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt, weil ihr habt wirklich sehr viel reingeschrieben. Falls ich ihn nicht mehr finden sollte und du siehst dieses Video hier, kannst du dich ja ganz gerne melden. Ich werde dich auf jeden Fall dann im nächsten Video erwähnen, weil du hast da wirklich einen sehr wichtigen Punkt gesagt. Und ich muss hier ganz kurz meine eigene Theorie doch nochmal kurz über den Haufen werfen, weil ich jetzt gerade gelesen habe von Marco Scheidt. Der hat nämlich geschrieben: Zudem wurde Mechagodzilla bereits von einem Spielwarenhersteller bei der Vorstellung der Film-Merchandise-Artikel geteasert. Hat mir dazu auch einen Link geschickt, da gehe ich jetzt gerade mal drauf, um mir das mal anzugucken. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, werde ich euch trotzdem meine Theorie erklären. Und werde das dann eben versuchen, mit Mechagodzilla irgendwie ein bisschen zu ersetzen. Und tatsächlich. Okay, den Link werde ich euch auch mal in die Videobeschreibung reinsetzen. Und hier seht ihr jetzt einfach mal ein Bild von dem, was er gemeint hat. Da ist tatsächlich Mechagodzilla drauf zu sehen. Und damit könnte man das schon fast als bestätigt sehen. So, kommen wir ganz kurz mal zu meiner Theorie. Ich habe mir nämlich durch eure ganzen vielen geilen Theorien, habe ich mir meine eigene selber zusammengebastelt, was denn der Ablauf der Geschichte sein könnte. Denn ich habe mich gefragt, warum genau kämpfen die beiden jetzt gegeneinander? Es wird gesagt, es gab Krieg zwischen den beiden. Die Mythen sind wahr. Es gab einen Krieg. Und sie sind die letzten Überlebenden. Okay, das ist vollkommen klar, deswegen kämpfen sie. Godzilla fühlt sich aber provoziert von irgendetwas und greift deswegen die Menschen an. Aufgrund dessen wird doch Kong erst von Skull Island geholt. Oder sehe ich das falsch? Meine Theorie ist tatsächlich, in diesem Fall scheint es wirklich Mechagodzilla zu sein, dass der möglicherweise tatsächlich die Städte angreift und vielleicht sogar als Godzilla getarnt ist zu Beginn noch. Und deswegen die Menschen King Kong in den Ring schmeißen, weil die eben sagen, ey, nur Kong kann uns da weiterhelfen. Vielleicht aber eben auch, weil Godzilla sich aus dem ganzen Kampf heraushält, denn Godzilla hat bislang nur gegen andere Kaijus gekämpft. Godzilla ist doch im ersten Film auch erst aufgetaucht, als ein weiterer Kaiju aktiv wurde. Das heißt, ein Mecha-Godzilla bekommt vielleicht gar nicht die Aufmerksamkeit von Godzilla. Deswegen wird eben dann Kong geholt. Da Kong aber auch ein Kaiju ist, wird Godzilla auf Kong aufmerksam. Was die Leute aber eben nicht wissen, ist, dass die beiden noch einen Konflikt auszutragen haben. Und dadurch kommt dann eben der große Clash zwischen den beiden. Das heißt, Mechagodzilla ist daran schuld, dass Kong geholt wird. Und weil Kong da ist, wird Godzilla, fühlt sich deswegen provoziert und greift deswegen dann die Menschen an, weil die Menschen auch King Kong herholen und quasi den Feind, den alten Kriegsfeind zurück ins Land holen. Und es könnte wirklich sein, dass der Kampf so endet, dass Kong Godzilla wirklich tötet. Wir sehen nämlich, dass Kong im Trailer auf einer Fläche steht, die blau leuchtet. Meine Theorie ist hier, dass Kong den Kampf wirklich gewinnt, merkt aber, er kann gegen Mechagodzilla nicht bestehen, muss zurück zu Skull Island, er kämpft dann da eben noch gegen Überbleibsel der ganzen Kaijus. Und muss dann eben Godzilla wieder zurück ins Leben holen, damit sie gemeinsam gegen Mechagodzilla kämpfen können. Das wäre jetzt so meine Theorie gewesen. In meiner richtigen Theorie war Mechagodzilla aber weggedacht. Und tatsächlich hab ich mehr an eine Frankenstein-Version von Ghidorah gedacht.
Weil man sieht zum Beispiel auch zum Schluss des Trailers, dass auf der Plattform, wo ich von ausgehe, dass hier Godzilla wiederbelebt wird, Kong von verschiedenen Flugwesen angegriffen wird. Und ich dachte mir, ein Ghidorah war in der Lage, weil er ja auch eine Art König war, Kreaturen gezielt auf Feinde loszuschicken. Ein Mechagodzilla war das, soweit ich das weiß, dazu nicht in der Lage. Oder, da müsst ihr mich jetzt korrigieren, hatte er ebenfalls bestimmte Techniken verbaut, mit denen er auch kommunizieren konnte wie Godzilla. Dass er nämlich hier, dass hier wirklich versucht wird, Godzilla wieder zum Leben zu erwecken von Kong. Mechagodzilla schickt dann aber eben die ganzen Kaijus auf Kong los. Und dann wird Godzilla eben wieder erweckt und die beiden kämpfen dann gemeinsam gegen Mechagodzilla. Da Godzilla jetzt wiederbelebt wurde, ist er eben nochmal stärker und dann auch stärker als Kong. Und dann haben beide ihren Sieg. Dann haben sie nämlich einmal den Sieg für die ganzen Kong-Fans. Kong hat gegen Godzilla gewonnen und die Godzilla-Fans können eben sagen, dafür ist Godzilla jetzt aber stärker als Kong. Und beide hätten dann davon gewonnen. Das könnte ein plausibles Ende für mich sein. Wie gesagt, das Spielzeug von Mechagodzilla ist ja ein eindeutiges Indiz dafür, dass er wirklich auftaucht, weil ich habe da jetzt sonst kein Ghidorah gesehen. Ich muss dazu aber noch sagen, dass auch bei euch in den Kommentaren ist ein Name auch des Öfteren gefallen. Und da muss ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Da haben wir es doch. Auch Pharao Atem hat mir nämlich geschrieben, Nozuki wäre ein neues Monster, das wohl auch bestätigt wurde. Und ich will jetzt mal ganz kurz nachschauen, ob es das Monster Nozuki, also ob es da schon Bilder dazu gibt oder ob das, ich will einfach nur mal wissen, ob es tatsächlich. Oh, okay, Sekunde. Es ist wirklich nur eine Fanart. Es ist nur eine Fanart. Ich zeige euch die, ich blende die jetzt hier gerade mal ein. Aber die Diskussion, die wir jetzt hier auf meinem Kanal führen, ist wohl überall die gleiche. Auf dem Bild hier sehen wir nämlich Godzilla, Kong, dann diese Nozuki-Schlange und Mechagodzilla. Alle auf einem Bild. Muss man also die Theorie doch noch weiterspinnen? Dass Kong wirklich Godzilla tötet im Kampf, dann belebt er ihn aber wieder, wird von Nozuki, wie heißt der, Nozuki angegriffen, besiegt ihn nicht, er wird sehr stark verletzt, Kong wird fast getötet, schafft es aber Godzilla wieder zu beleben, Godzilla erwacht wieder, tötet Nozuki und dann kämpfen beide zusammen gegen Mechagodzilla. So, das ist jetzt meine fertige Theorie. Und ich hoffe mal, dass es euch auch gefallen hat, was ich hier alles zusammengebastelt habe, mit euch zusammen meine kleine Theorie aufzubauen. Und wenn das Video ähnlich auch gut bei euch ankommt wie meine Trailer-Reaction, werde ich euch versprechen, dass ich auf jeden Fall noch wesentlich mehr Godzilla-Content machen werde und mich da auch zusammen mit euch wesentlich mehr reinfuchsen werde, weil einige von euch wirklich Godzilla-Fans sind und die mich nicht mal dumm angegangen sind, weil ich keine Ahnung davon hatte, sondern mir auch noch so ein paar Tipps gegeben habt, würde es mich freuen, wenn ihr das einfach nochmal machen könntet. Wenn ihr halt sagt, ey, ich finde es geil, was du da machst. Wir helfen dir mal ein bisschen in das Universum reinzukommen. Dann empfehlt ihr mir mal so ein paar Filme, die ich mir mal reinziehen müsste. Gebt mir ein paar Infos zu irgendwas. Und ich verspreche euch, ich gucke mir sogar die alten Filme nochmal für euch an. Macht da auch bestimmte Reviews. Und zusammen können wir uns ja dann so einen Countdown aufbauen. Einen Countdown to Godzilla vs. Kong. Und würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ihr könnt ja gerne mal einen Daumen da lassen, hoch oder runter, wie es euch eben gefallen hat, das Video. Ihr könnt ruhig ehrlich sein. Auch nur den Kanal abonnieren, wenn es was für euch wäre. Und auf jeden Fall würde es mich sehr freuen, wenn ihr wieder so produktiv dabei seid. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.